Hallo, liebe Shuriken-Schurken und willkommen zu Ninjago Nummer, jetzt muss ich das mal ganz nachschauen, 71, Donnerwetter. Die 71 sieht so aus, sie kommt in einer Plastiktüte daher und in der Plastiktüte ist sie auch teurer, als sie sonst war. Wir haben mal wieder eine Ausgabe für 4,99 in Deutschland. Was haben wir noch für lustige Preise? 5,50 in Österreich, 9,90 in der Schweiz und weitere Preise könnt ihr dem hier entnehmen und in den Ländern, die hier nicht draufstehen, wird es auch mehr sein. Ich verstehe nur nicht ganz warum, weil der Umfang der Ausgabe jetzt nicht außergewöhnlich ist. Das ist normale Ninjago-Beilage, sprich, wir haben eine Figur, wir haben ein Packen Sammelkarten und wir haben eine limitierte Karte. Wir werden sehen, wie sich das nächsten Monat entwickelt. Offenbar haben die Lego-Magazine gerade alle den Trend, entweder werden sie teurer oder die Beilagen werden kleiner. Mal schauen, wie sich das entwickelt und ob das jetzt nur einmal so ist im Dezember oder ob das 21 so weitergeht. 2020 jedenfalls lässt die negativen Überraschungen nicht aus. Jetzt werden sogar unsere Hefte teurer. Mein Gott. Aber okay, 71 sieht so aus. Wie gesagt, drei Extras, Ninja Cole, Booster und limitierte Karte. Rätsel, Comics, Spiele, braucht man nicht viel zu sagen. Außer natürlich, dass es auch noch Poster gibt, nämlich dieses nette Poster. Helden, was steht da drunter? Aus dem Untergrund. Okay, das noch zur letzten Staffel offenbar. Und dieses sehr schöne Poster, bei dem jemand vergessen hat, dem Künstler zu sagen, dass es Ninjago ist und nicht Star Wars. Aber es sieht gut aus. Kann ich nichts gegen sagen. Alles ganz nett. Rätsel Comics Spiele hatte ich, glaube ich, schon gesagt. Und wir kriegen eine Preview auf unseren Cole, den wir diesmal dabei haben. Legen wir das Heft mal beiseite. Und schauen auf unsere Extras. Wir haben die limitierte Karte Shintaro Kai. Ich habe keine Ahnung, was Shintaro ist. Limited Edition. Werden wir wahrscheinlich noch rausfinden im Laufe der Staffel. Jedenfalls hat er einen sehr nicen Löwenschild. Der gefällt mir auf jeden Fall. Und einen sehr angefressenen Gesichtsausdruck. Der gefällt mir nicht so gut. Hauptsache, weil negative Emotionen. Wir haben aber auch noch normale Ninjago-Karten aus der neuen Serie. Schauen wir mal rein in unsere neuen jetzt Papiertüten. Ökologisch verträglich. Und wir haben Augen. Sieht echt aus wie so ein Babyface. Hier mit so zwei Zähnen. Wir haben Leuchtedinger. Wir haben noch ein Gesicht. Wir haben noch viel mehr Gesichter. Die sehen kalt aus, die sind blau. Und wir haben. Okay, Kornus. Galken am Fuß. Ist der Galken jetzt sein Kind? Sieht nämlich so aus wie ein Kind, das unbedingt will, dass man ihm in der Spielzeugabteilung oder in der Süßwarenabteilung nochmal was kauft. Und Cole ist der Papa, der da nicht zu bereit ist und sagt, nee, du hast genug Spielzeug. Wir haben natürlich nicht genug Spielzeug. Wir können niemals genug Spielzeug haben und haben deswegen noch diesen Cole mit dem Heft. Die Hefte helfen da ja immer weiter. So sieht seine Verpackung aus. Ja, okay. Er brennt offenbar, das muss wehtun. Das kommt bei den Ninja auch öfter vor, dass sie brennen, ne? Und wir haben ein Unikitty-Horn als Größenvergleich. Und wo kommt das denn vor? Ah, das hier vorne sind. Okay. Okay. Schauen wir rein. Es ist eine nicht wiederverschließbare Tüte. Ich wundere mich gerade, ob es überhaupt noch wiederverschließbare Tüten gibt, denn wir hatten bis jetzt diese Woche nur nicht wiederverschließbare Tüten. Schauen wir mal, wo Blue Ocean in Zukunft noch den Sammlerwert sieht. Hier jedenfalls bei Ninjago offenbar nicht. Aber es ist eine der großen Ninjago-Tüten, die inzwischen ja dafür genutzt werden. Nur ein Gesicht. Dieser Cole, den gibt es nur in wirklich, wirklich angefressen. Gut, wenn ich zu einem einzigen Kohleklumpen verbrannt wäre, wäre ich auch ziemlich angefressen. Dann wäre mein Gesichtsausdruck ähnlich. Aber schauen wir noch, wie er umgesetzt ist. Nämlich tatsächlich sehr schön. Wir haben hier so eine Körperstruktur hier mit den Brustmuskeln. Hier ist dann dieses wie Lava halt drüber. Die Beine sind nicht verbrannt, er ist nicht nackig unten rum, sondern wir haben einen Gürtel, der sich hier sehr schön durchsetzt. Ein bisschen Beinbedruckung. Das sieht aus, als hätte noch ein Messer am Gürtel. Nee, ich glaube, das ist einfach nur ein Stück Hose. Und hinten, oh, das ist ein Drachengesicht. Cool. Okay. Now we're talking. Das Drachending gefällt mir schon mal. Und dann haben wir natürlich noch eine Kohlemaske
wo er durchgucken kann, aber kein Corona mehr kriegt oder verbreitet, je nachdem. Oh, jetzt muss ich doch nochmal das Heft holen, zu gucken, in welche Reihenfolge die Teile hier kommen. Okay. Einmal. Zweimal und dann kommt das genau mittig hier rein. Schön, den schwarz zu bekommen, habe ich bis jetzt nur durchsichtig gesehen, diese Zubehör in die Hand nehmen Teile. Das ist der offizielle Name, habe ich jetzt beschlossen. Und wir haben ein paar bekloppte Bohrer. Herrlich. Und seien wir ganz ehrlich, das ist nicht Cole. Das hier ist der Albtraum, den ein fünfjähriges Kind hat, bevor es zum Zahnarzt gehen muss. Er wird bohren. Herrlich. Herrlich. Oder der Endgegner, wenn es jemals ein Videospiel zu Karius und Baktus gibt. Das wäre doch mal eine coole Idee. Ein Videospiel zu Karius und Baktus, wo man gegen gesunde Zähne und alles Gesunde und gegen Zahnärzte kämpfen muss. Großartig. Großartig. Nee, wird der nächste Monat auch großartig. Werden wir mal schauen. Es geht weiter am 26. Januar mit Ninjago, mit diesem Heft und mit diesem Oops, I did it, Lloyd dabei. Wir werden sehen. Hier geht es morgen weiter mit Lego Friends. Bis dahin.